Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Detlef Ahlborn und meinen Vortrag habe ich getauft Windkraft, Technik und Wirtschaftlichkeit. Der eine oder andere von Ihnen wird diesen Vortrag schon mal irgendwo gehört haben. Ich bedanke mich natürlich für die Einladung an diesem Tag hier in Neustadt. Und meine Damen und Herren, wir kommen gleich zur Sache. Wo kommt eigentlich unser Strom her? Sie sehen hier Zahlen aus dem Jahre 2012. Und wenn Sie auf dieses Bild genau gucken, dann sehen Sie oben in der Ecke, da ist die Steinkohle, das Erdgas, die Braunkohle und die Kernenergie mit großen Anteilen vertreten. Im Jahre 2012 waren die erneuerbaren Energien mit rund 22% beteiligt an der Stromerzeugung. Diese Zahl ist heute angestiegen auf über 30. Und im Verlaufe dieses Vortrags werde ich Ihnen nachweisen, dass diese Zahl, die in aller Munde ist, falsch ist. Diese Zahl 30% stimmt nicht, aber zumindest war die Windkraft beteiligt im Jahr 2012 mit 7,3%. Dazu brauchte es 23.000 Windräder. Das brauchen Sie jetzt nicht hochzurechnen auf 100%. Diese Rechnung ist aus mehreren Gründen falsch. Denn unser Strom, den wir jeden Tag nutzen, hat ein Problem. Er muss genau in dem Augenblick erzeugt werden, wo er verbraucht wird. Und zwar auf die Mikrosekunde genau, das ist jedem von Ihnen klar, der mal auf den Lichtschalter gedrückt hat. Denn wenn Sie auf den Lichtschalter drücken, geht genau in diesem Augenblick das Licht aus. Und wenn Sie wieder drauf drücken, geht es genau in diesem Augenblick wieder an. Das hat einen ganz schlichten Grund. Jedem, der in Physik aufgepasst hat, ist das klar. Der Stromfluss wird von Elektronen getragen und es kommen an einem Ende der Leitung immer nur die Elektronen raus, die am anderen Ende reingeflossen sind. Das ist wie mit einem Gartenschlauch. Und unsere Stromversorgung basiert auf einem ganz primitiven Prinzip. Dieses Prinzip ist uralt. Das kennen Sie von Ihrem Auto, vom Tempomat. Sie stellen eine Geschwindigkeit ein, sagen wir mal 80 Stundenkilometer. Und dann wissen Sie, wenn Sie Ihren Tempomat eingeschaltet haben, dass Ihr Auto automatisch Gas gibt, wenn es gleich aufgeht. Das merken Sie, wenn das Gaspedal unterm Fuß wegflitscht und dass es Ihnen entgegenkommt, wenn es bergab geht. Genauso funktioniert die Stromversorgung derart, dass ein Generator von einer Turbine auf einer ganz genau definierten Drehzahl gehalten wird. So etwas nennt man eine Drehzahlregelung. Die Turbine gibt automatisch Gas, wenn mehr Strom gebraucht wird, und sie geht vom Gas, wenn weniger Strom gebraucht wird. Dieses Prinzip ist uralt. Das hatte James Watt schon an seinen Dampfmaschinen im Jahre 1785. Und zur lieben Vollständigkeit halber sehen wir hier die Zahlen des Jahres 2013. Sie sehen, dass die fossilen und konventionellen Energieträger Erdgas, Steinkohle, Braunkohle und Kernenergie einen großen Anteil an unserer Stromversorgung haben und dass der Wind in diesem Jahr mit 7,9% daran beteiligt war. Diese Zahl 7,9% ist mittlerweile angeschwollen, jetzt legen Sie mich nicht ganz genau fest, auf ungefähr 8,5% an der Stromversorgung. Und die anderen Anteile, sehen Sie da die Biomasse, das sind die ganzen grünen Blasen in der Landschaft, Sie sehen unsere Wasserkraft. Und Sie sehen, dass es dazu 24.000 Windräder brauchte. Eines wird hier an diesen Zahlen klar. Die Windräder, die wir brauchen, die Zahl dieser Windräder ist gigantisch groß. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Dichte der Energie im Wind ist unglaublich klein. Das weiß jeder, der mal mit dem Fahrrad gefahren ist, mit einer offenen Jacke. Und der weiß, dass er bei Tempo 20 die Jacke gerade so flattert, gerade so ein bisschen im Wind flattert. Daran können Sie ablesen, wie groß die Dichte der Windenergie ist. Und das ist der Grund, warum die Anlagen so gigantisch groß sind. Und das ist der Grund dafür, warum wir eine gigantische Zahl solcher Anlagen brauchen für die Stromversorgung. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, welchen Anteil hat eigentlich die Stromversorgung oder der Strom an dem gesamten Energieverbrauch im Land, dann sehen Sie, dass der Anteil des Stromverbrauchs insgesamt gerade mal knapp mehr als 20% beträgt. Der Anteil des Stroms am Endenergieverbrauch liegt bei 21%. Das sind Zahlen aus Jahren 2010. Die Zahlen haben sich bis heute nicht wesentlich geändert. Und Sie sehen, dass Wärme und Kraftstoffe einen wesentlich größeren Anteil an unserem Energieverbrauch haben, woraus Sie unschwer ableiten können, wenn wir über Kohlendioxidemissionen reden, dass wir bei der Windkraft und dass wir beim Strom auf der falschen Baustelle unterwegs sind. Natürlich
würde man, und wer ökonomisch vorgeht, würde das so tun, dort ansetzen, wo die größten Kohlendioxidemissionen anfallen. Und das ist bei Wärme und Kraftstoffe. Das sehen Sie an diesem Bild. Und natürlich ist es ein leichtes, effektive Autos zu bauen, wenn wir vom Kraftstoffverbrauch reden. Und natürlich ist es leicht, effektive Hausheizungen zu bauen. Und es ist völlig klar, dass wenn wir dort ansetzen würden, wir mit weniger Geld sehr viel mehr bewirken würden. Der Anteil der Windkraft an unserem Endenergieverbrauch beträgt 2%. 2%. Was würden wir denn bewirken, wenn wir diesen Anteil im Geiste mal verdoppeln? In erster Näherung würden wir dabei ungefähr nichts bewirken. In Bezug auf die Kohlendioxidemissionen ist der Ausbau der Windkraft völlig vernachlässigbar. Wir bewirken damit im Wesentlichen nichts. Das ist die bittere Wahrheit. Denn diese Energiewende, wie sie uns verkauft wird, ist keine Energiewende, meine Damen und Herren. Diese Energiewende ist eine Stromwende. Schauen wir uns das jetzt mal an. Sie sehen hier die Einspeisung an elektrischer Energie im Monat Juni 2014. Unten ist die Wasserkraft. Sie sehen, die Wasserkraft läuft schön voll durch. Sie sehen die Biomasse, Sie sehen die Kernenergie und Sie sehen die Braunkohle. Und dann sehen Sie, dass Kernenergie- und Braunkohlekraftwerke einen ganz breiten Sockel an unserer Stromversorgung liefern. Das sieht man daran, dass diese Kurven gleichmäßig und glatt durchlaufen. Und obendrauf das Gehuckel und Gezappel, das ist zum einen in Schwarz die Steinkohle, das ist in Gelb unsere Solarenergie und das, was Sie dort in Grau sehen, was da auf und ab geht, das ist der Beitrag der Windkraft. Und Sie sehen natürlich an diesem Bild unschwer, dass diese Schwankungen erheblich sind. Und jetzt können Sie sich überlegen, was passiert, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen. Es heißt ja immer, wir wollen aus der Kernenergie und aus der Braunkohle raus. Wenn Sie dieses Bild sehen, da können Sie unschwer erkennen, dass wir diesen roten Sockel an Kernenergie durch irgendetwas ersetzen müssen. Nämlich an grundlastfähigen Kraftwerken. Und wenn wir an grundlastfähige Kraftwerke denken, dann haben wir im Wesentlichen zur Auswahl Braunkohle, Steinkohle oder Erdgas. Oder wir kaufen den Strom aus dem Ausland ein, aber irgendwo müssen die Reservekapazitäten stehen, die diese Kernenergie ersetzen. Dieses Bild wirft ein Schlaglicht darauf, was davon zu halten ist, wenn uns erzählt wird, wir wollten aus Braunkohle und Kernenergie aussteigen. Es ist schlechterdings unmöglich, aus diesen beiden Technologien auszusteigen, weil sie den breiten Sockel an unserer Grundlast bereitstellen. Und für diese These bin ich schon übel kritisiert worden. Da habe ich schon Artikel gelesen, da stand so drin, der Ahlborn, das ist sowas wie der Eduard von Schnitzler, der Windkraftgegner, der macht hier den schwarzen Kanal, das sei alles üble Propaganda. Meine Damen und Herren, das ist keine üble Propaganda, das sind elementare physikalische Zusammenhänge. Und diese elementaren physikalischen Zusammenhänge, mit eben diesen haben nun einige Leute in unserem Land Probleme. Das mag mit deren intellektueller Herkunft zu tun haben, wenn man sich hinlänglich mit Fragen der Philosophie und der politischen Wissenschaften beschäftigt hat, dann mag das karriereförderlich sein, aber beim Mitreden in diesem Thema Energiepolitik ist es mehr ein Klotz am Bein. Und da haben wir ja, und das ist ein Zitat aus der Presse, bei den Mitgliedern des bundesweiten Dachverbands Vernunftkraft handelt es sich um Extremisten in diesem Bereich. Schauen Sie sich mal um, die ganze Bude voller Extremisten, und zwar Extremisten gegen Windkraft. Und das lassen wir uns sagen von Leuten, die bei 10 Kilowatt vor ein paar Jahren noch an einmal voll Schlick gedacht haben. Das lassen wir uns sagen von Leuten, die
wenn jemand den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik anführt, von Leuten, die dann an eine neue Rechtschreibregel denken. Es ist leider so, dass die Auswirkungen und die Regeln der Physik sehr stringent sind. Nur hat das nichts mit Radikalität zu tun. Sie können sich mal überlegen, wie radikal die Schwerkraft an einer runterfallenden Vase exekutiert wird. Aber das ist nicht radikal, sondern das ist die schlichte, strenge physikalischer Gesetze, die so ist, wie sie ist. Und Sie wissen selbst, in manche Köpfe geht das nicht rein. Und das geht auch nicht rein in Köpfen wie diesen. Herr Kretschmann wirft den Windkraftgegnern vor, ja, wollen Sie denn lieber Atomkraftwerke? Auch Herr Kretschmann scheint das nicht verstanden zu haben, denn wenn Sie dieses Bild hier sehen, dann sehen Sie eines, wer Kernkraftwerke abschaltet, kriegt konventionelle Kraftwerke. Herr Kretschmann, willkommen im Club. Sigmar Gabriel hat ja manchmal lichte Augenblicke, ja? Und also hier hat er das wunderschön gesagt, diese Inspiration, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Er hat mal gesagt, und da hat er sehr recht, es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigen. Und das ist nicht irgendeine These, sondern was er hier gemacht hat, er hat nicht mehr und nicht weniger als einen klaren und eindeutigen physikalischen Zusammenhang erfreulicherweise richtig wiedergegeben. Schauen wir uns mal die Kohlendioxidemissionen weltweit an. Sie sehen hier die große blaue Kurve. Das sind die Kohlendioxidemissionen der Welt. In Gelb sehen Sie ansteigende Kurve. Diese gelbe Kurve, sind die Kohlendioxidemissionen von China. Und die kleinen roten Huckelchen da unten, das sind wir Deutschen. Und von diesen kleinen roten Huckelchen können wir oder haben wir mit Windkraft ungefähr 2% eingespart. Hier können Sie sehen, was wir damit bewirken. Wir bewirken noch weniger als nichts, gar nichts. Und warum die chinesische Kurve so ansteigt, ist eine ganz einfache Geschichte. Das liegt natürlich daran, dass die Chinesen einen gigantischen wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt haben in den letzten 25 Jahren. Dafür brauchen sie gigantische Energiemengen. Und ich sage Ihnen auch, wer wollte es den Chinesen eigentlich verwehren, an dem wirtschaftlichen Erfolg des Planeten teilzunehmen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Das Lieblingsthema, auf dem ich viele Jahre gearbeitet habe, das ist die Zufälligkeit des Windstroms. Natürlich wissen wir, dass das Wetter täglichen Schwankungen unterliegt und natürlich haben wir mal viel Wind und mal wenig Wind und mal viel Sonne und mal wenig Sonne. Und Sie haben ja schon oft gehört, dass sich das hervorragend ergänzt. Und diese hervorragende Ergänzung, meine Damen und Herren, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Sie sehen hier in Rot die Kurve des Strombedarfs, das ist der Jahreswechsel 2012-2013. Und in Grün, da sehen Sie den Strom aus Wind- und Solarenergie. Und wenn Sie mal genau hinschauen, sehen Sie da gewaltige Leistungsspitzen, das sind so diese Huckels. Ja, da sind wir hier mal bei 20.000 Megawatt. Ich zeige Ihnen gleich, dass das heute noch viel höher ist. Aber Sie sehen hier und dort, dass diese Einspeisung regelmäßig auf Null sinkt. Dann steht die Leistung nicht zur Verfügung. Und Sie können auch sehen, dass wir dann an Reservekraftwerken genau 100% brauchen, um bei Windstille oder Dunkelflaute, wie es so schön heißt, die Leistung noch zur Verfügung zu stellen. Diese großen Leistungsspitzen erklären sich ganz einfach daraus, dass wenn der Wind im Norden stark weht, er das auch im Süden tut. Und natürlich ist es so, wenn wir jetzt mehr Windkraftanlagen dazu bauen, dann werden die Spitzen höher. Und weil wir eben flächendeckende Windstille haben, bleiben die Dellen da, wo sie sind. Das hat einen ganz schlichten Grund. Tiefdruckgebiete sind nun mal größer als ganz Deutschland. Hier können Sie auch sehen, wie gut sich Wind- und Solarenergie ergänzen. Sie ergänzen sich schlicht gar nicht. Das hat auch einen einfachen Grund. Es gibt windstille Nächte. Und es gibt immer noch Wissenschaftler in diesem Land, die an diesen Dingen zweifeln. Es gibt Politiker, die ihnen immer wieder erklären, wie gut sich doch Solar- und Windenergie ergänzen. All diesen Leuten würde ich mal empfehlen, an einem lauen Sommerabend zu grillen. Da werden Sie feststellen, dass der Wind nicht weht und dass es irgendwann dunkel wird. Meine Damen und Herren, mit diesem Bild habe ich Sie jetzt ein bisschen bemogelt. Die bittere Wahrheit kommt jetzt ans Licht, wie bei vielen dieser Dinge.
Das war keineswegs der Stromverbrauch von Deutschland, sondern ist der Stromverbrauch von Baden-Württemberg. Und gegen diesen Stromverbrauch von Baden-Württemberg haben wir die Einspeisung auch von ganz Deutschland dargestellt. Jetzt können Sie sehen, dass alle diese Anlagen in Deutschland, die wir haben, nicht im Ansatze in der Lage sind, auch nur ein Land wie Baden-Württemberg sicher mit Strom zu versorgen. Hier können Sie außerdem auch was Wunderschönes sehen. Alle rufen ja nach den Überlandleitungen, nach Südlink und den Stromtrassen. Stellen Sie sich bitte vor, das wäre jetzt die Stromerzeugung von Norddeutschland. Da können Sie sehen, dass wir immer dann, wenn die Spitzen sind, dann würde der Strom durch die Nord-Süd-Trasse fließen. Diese Nord-Süd-Trasse würde die meiste Zeit gar keinen Strom führen. Warum? Weil die Spitzen so selten sind. Was glauben Sie wohl, warum der Bundesverband Windenergie ausgerechnet die Stromtrasse bewirbt? Diese Stromtrasse ist eine Entsorgungstrasse für nutzlosen Überschussstrom. Das ist die Wahrheit. Wir bauen eine sechsspurige Autobahn durchs Land, wo der Verkehr normalerweise auf die Standspur passt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen, ja, ich will mal sagen, das ist schon fast ein kleiner Wissenschaftsskandal, zu einer ganz besonderen Delikatesse, denn, und ich habe das unten mal in Gelb dargestellt, die einschlägig bekannten Professoren der Windlobby ziehen durch die Lande und erklären uns, durch eine gleichmäßige geografische Verteilung über eine große Fläche erhält man eine Glättung der Netzeinspeisung. Wenn Sie das letzte Bild mal vor Augen haben, ich zeige Ihnen das nochmal, diese Zappelkurve, da sprechen diese Leute von Glättung. Und diese Glättung und dieser Ausbau in der europäischen Fläche ist längst Realität. Also ob ein Ausbau der Windenergie die Einspeisung glättet, nämlich dieses Auf und Ab der elektrischen Leistung, das kann man ganz einfach prüfen. Man muss sich jetzt nur die Einspeisung anschauen in den großen Ländern, die Windenergie im nennenswerten Maße ausgebaut haben. Und ich blätter Ihnen das jetzt mal vor, schauen Sie, aber achten Sie mal auf die Position 2. Ich werde Ihnen also jetzt nacheinander die Einspeisungen zeigen aus Spanien, Deutschland und den wesentlichen westeuropäischen Ländern. Und ich klicke das schnell durch. Achten Sie bitte, wie die Kurve sich addiert. Also die These lautet, ein Ausbau in der Fläche führt zur Glättung der Einspeisung. Jetzt haben Sie gesehen, das, was hier passiert, ist genau das Gegenteil von Glättung. Je mehr wir dazu bauen, desto höher werden die Spitzen und pikanterweise die tiefen Dellen, die gehen davon nicht weg. Also weder in Deutschland noch im Europäischen Verbund sind diese Anlagen in der Lage, sich gegenseitig auszugleichen. Alles, was wir tun, wir verschärfen das Gezappel, wir erhöhen die Leistungsspitzen. Und mit all den Problemen, die damit zusammenhängen, und da komme ich gleich noch drauf, ohne dass wir die Lücken füllen. Und weil diese Dinge, die sind so offensichtlich, haben wir von Vernunftkraft gegen die Professoren an diesem Kasseler Institut ein förmliches Beschwerdeverfahren angestrengt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und in dieser Frage zur Rede gestellt, denn allein dieses eine Bild zeigt, dass diese Hypothese von der Glättung schlicht falsch ist. Und wenn der ein oder andere von Ihnen da vielleicht noch einen Zweifel dran haben sollte, dann möchte ich Ihnen das mit einem kleinen Beispiel nochmal vergegenwärtigen. Man nennt solche Zappelkurve in der Signaltheorie Rauschen. Das ist ein Rauschsignal. Und wenn Sie sich jetzt bitte vorstellen, dass wenn Sie einen Lautsprecher dahinstellen, auf dem es rauscht, und Sie stellen einen zweiten dazu, dann behaupten diese Professoren, dass es dann leiser wird. Da wissen Sie ganz genau, dass diese These schlichter Unfug ist. Und ich habe vor kurzem ein spannendes Antwortschreiben gekriegt von der Fraunhofer Gesellschaft, wo mir mitgeteilt würde, ich möge doch diese Dinge mit anerkannten wissenschaftlichen Methoden darstellen. Und ich muss Ihnen sagen, darüber habe ich mich köstlich amüsiert. Leider finden diese Thesen Eingang in einschlägige politische Erklärungen. In einem Länderpositionspapier wird genau das behauptet. Zitat Seite 3, Länderpositionspapier, wer daran beteiligt hat, steht da. Eine ausreichende räumliche Verteilung bzw. Streuung leistet, hören Sie hin, einen Beitrag zur meteorologischen Diversifizierung und reduziert die Volatilität der Windeinspeisung. Eine glatte, dreiste Lüge. Das Gegenteil ist wahr. Je mehr wir bauen,
Je mehr wir bauen, desto schlimmer wird es, desto höher werden die Ausschläge. Und hier kann man das mal sehen. Ich habe das hier mal gemacht für das Land Hessen. Sie sehen hier in Rot den Verbrauch des hessischen Stromnetzes und in Blau die Einspeisung aus Wind, wenn denn das Ziel der hessischen Landesregierung, nämlich 28 Terawattstunden, wahr würde. Hier können Sie sehen, dass das, was das IWIS mit dem Bundesverband Windenergie in der Potenzialschule festgestellt hat oder gefordert hat, nicht im Ansatze in der Lage ist, auch nur Hessen mit Strom zu versorgen. Alles, was wir bewirken, sind tiefe Täler und Überschussstrom. Den sehen Sie hier immer in den blauen Spitzen. Überschussstrom über den Strombedarf hinaus. Und dann gibt es dann solche Leute wie Tariq Al-Wazir, die Ihnen dann erklären, wir werden dann zum Stromexportland. Weil wir den Strom nicht exportieren, wir ja. Die Frage ist nur, wohin wir den exportieren. Denn in den Nachbarländern macht die Politik genau den gleichen Blödsinn. Die baut den gleichen Mist auf. In Rheinland-Pfalz kriegen Sie auch erzählt, wir werden ein Stromexportland. Sie werden den nach Hessen exportieren. Sie werden ihn weder nach Hessen noch nach Rheinland-Pfalz exportieren, weil beide Länder genau das gleiche Problem haben. Was wir hier nämlich machen, ist die Produktion von, Energiemüll. Von Strom, den niemand braucht. Und Strom, für den es keine Abnehmer gibt. Und diese Dinge scheinen sich immerhin bis nach Berlin rumgesprochen zu haben. Das ist das legendäre Zeitinterview, was viele von Ihnen kennen. Und einer der Vordenker von Agora, das sind ja die Macher dieses schrecklichen EEG, Patrick Reichen, hat ein wunderschönes Zitat dort hinterlassen. Das hat er natürlich alles hinterher widerrufen, hat das ja nie gesagt. In der ersten Jahreshälfte 2014 gab es 71 Stunden mit negativen Strompreisen. Aber jetzt kommt's. Aber schon in wenigen Jahren könnten es nach einer Berechnung des Think Tanks Energy Brainpool, meine Damen und Herren, Think Tank Energy Brainpool, das ist meine Wortschöpfung, könnten es einige tausend Stunden im Jahr werden und ein Viertel der gesamten Ökostromproduktion wäre dann Energiemüll. Also die Probleme haben die dort schon offensichtlich erkannt. Das Problem ist, dass wir Überschussstrom produzieren. Was machen wir mit dem Überschussstrom? Was denken Sie, was damit passiert? Der wird ins Ausland abgeleitet, darüber wird nämlich nicht gesprochen. Und das habe ich hier mal untersucht, ein wunderschönes Bild, Zahlen von 2015. Hier haben wir auf dieser Kurve, auf der einen Achse ist aufgetragen die Stromproduktion aus Wind- und Solarenergie und auf der oberen, auf der senkrechten Achse ist der Stromexport aufgetragen. Und Sie sehen hier eine wunderschön ansteigende Kurve. Was sagt uns diese Kurve? Was ganz Simples. Je höher die Leistung ist aus Wind- und Solarenergie, desto mehr exportieren wir. Von unserem schönen Solar- und Windstrom exportieren wir ungefähr 25% ins europäische Ausland. 25%. Das heißt, diese ganzen schönen 30%-Zahlen sind genau an der Stelle falsch, weil die Stromproduktion in Deutschland verglichen wird mit dem Stromverbrauch in Deutschland. Und dabei wird geflissentlich verschwiegen, dass 25%, das sind ungefähr 20 Terawattstunden, ins Ausland exportiert werden. Mit der Logik hätte Volkswagen einen Marktanteil von 120%. Und Sie würden sich mit Ihrem Volkswagen sehr darüber wundern, wenn Volkswagen mit einem Marktanteil von 120%, wenn Sie damit über die Auto fahren und Ihnen so viele andere Fabrikate entgegenkommen. Damit kriegen Sie mal ein Gefühl, wie diese Zahlen hier manipuliert werden. Und was passiert damit? Das sehen Sie in diesem Bild. In grün sehen Sie die Energieproduktion der letzten Jahre, seit 2010. Und oben sehen Sie den Börsenpreis. Der rote Strich ist das, was die Windkraftleute heute pro Megawattstunde kriegen. Und dann sehen Sie eine fallende Kurve. Die einfache Botschaft ist, durch das Ansteigen der Einspeisung an subventionierten Strom sinken die Strompreise. Jetzt können Sie sagen, es ist eine prima Sache. Nein, keineswegs. Denn die, die den Strom produzieren, kriegen zu einem festen Preis vergütet und weiterverkauft wird er zu einem Preis, der sinkt und sinkt und sinkt, mit verheerenden Folgen. Eine der Folgen ist zum Beispiel, dass unsere effektivsten Kraftwerke, namentlich die Gas- und Dampfkraftwerke, abgeschaltet werden. Die Vorzeigeprodukte deutscher Ingenieurkunst, die effektivsten Kraftwerke, die es in der ganzen Welt gibt, die werden abgeschaltet,
weil sie gegen die subventionierten Preise nicht mehr anstinken können. Ich darf noch mal, das Kernproblem ist in der Tat die Volatilität, noch mal in wesentlichen Punkten zusammenfassen. Je mehr Windräder wir dazu bauen, desto höher werden die Spitzen. Die sicher zur Verfügung stehende Leistung ist null und sie wird bei null bleiben. Aus diesem Grund sind sämtliche Rechnungen, die Ihnen weismachen wollen, wie billig der Windstrom ist, falsch, weil man in diesen Rechnungen geflissentlich unterschlägt, dass man nochmal 100% Ersatzkraftwerke braucht. Die berühmte Glättungsthese ist nichts als eine Überlebenslüge der Lobby. Diese These ist einfach falsch. Sie bewirkt fortschreitenden Preisverfall an der Börse. Und je mehr Windräder wir bauen, desto mehr Energiemüll, den Begriff hat der Patrick Reichen selbst gebraucht, werden wir produzieren. Und jedes weitere Windrad wird die Probleme verschärfen. Alles, was das EEG bewirkt, ist eine Umverteilung von unten nach oben. Denn ausgerechnet die Großverbraucher, die von der EEG-Umlage befreit sind, die profitieren von diesen verfallenden Strompreisen. Und dass das nicht die Thesen sind von irgendwelchen Extremisten oder Radikalen, das kann man hier wunderschön sehen. Das ist jetzt von vorgestern. Das Sturmtief Iwan überfordert das deutsche Stromnetz, stand in der Welt. Warum? Ja, das sehen Sie an diesem Bild. Wir haben zufälligerweise in diesem Monat gleich die Minima und Maxima im Abstand von einigen Tagen. Also die tiefste Leistung waren 93 MW, das ist ungefähr null. Und die höchste Leistung waren diese 32.600 Megawatt. Die haben die Stromnetze zum Glühen gebracht, stand in der Welt. Und was da passiert, ist was ganz, ganz Merkwürdiges. Es entsteht eine Überlastung des Netzes von Nord nach Süd durch die vielen Windräder, die im Norden stehen, sodass der Strom gerne von Nord nach Süden fließen will. Und dann muss man im Süden auch noch Kraftwerke anmieten, um genau gegen diesen Spannungsabfall anzustinken, um die Überlastung der Netze zu verhindern. Und diese jährlichen Notmaßnahmen, die lassen wir uns mal 500 Millionen Euro kosten. All das zahlen Sie mit Ihrer Stromrechnung. Wie zuverlässig der Wind weht, das möchte ich nur kurz streifen. Wenn Sie durchs Land fahren und sehen, dass die Windräder die meiste Zeit stillstehen, dann ist das nicht ein subjektiver Eindruck, sondern eine physikalisch erwiesene Tatsache. Wenn man diese Dinge genauer auswertet, kann man ausrechnen, dass an 100 Tagen im Jahr, das sind mehr als 3 Monate, diese Leistung unter 120 kW liegt. Ich möchte sagen, ja, 120 kW, was ist das? Ne? Das machen wir uns mal gerade klar. Was sind denn 120 kW? Das sind 163 PS. Wenn Sie nachher in Ihr Auto einsteigen und den Zündschlüssel rumdrehen, dann dürfen Sie mal an diese Zahl denken. Und wenn Sie mal genau hingucken, dann sehen Sie da unten auf dem Bild, da in der Ecke, da neben dem Busch, so ein rotes Fleckchen. Dieses rote Fleckchen, das sind 2 Motorräder, 2 BMW-Motorräder. Die haben zusammen 100 kW. Und wenn Sie sich mal so einen BMW-Boxermotor vorstellen, der ist ungefähr so breit, wie ich Ihnen das zeige, und ungefähr so lang. An 100 Tagen im Jahr liefert dieses Windrad eine Leistung, die der Leistung von 2 kleinen BMW-Motoren entspricht. Jetzt können Sie mal ermessen, welche gigantische Ressourcenverschwendung das bedeutet, wenn wir hier 7.000 Tonnen Beton, Stahl, Eisen und Kupfer in die Gegend klotzen und dieses Windrad 3 Monate lang so viel Leistung liefert wie 2 kleine BMW-Motoren. Und wenn sich mal diese 7.000 Tonnen, können Sie auch nochmal vergegenwärtigen, 7.000 Tonnen, das entspricht ungefähr dem Gewicht von 8 ICEs. Das habe ich hier mal dargestellt, hier können Sie sehen, 7.000 Tonnen Gewicht entspricht 8 ICEs. Und wenn wir die Sache energetisch betrachten, dann können wir uns auch überlegen, wenn die Leistung auf null sinkt, können Sie natürlich keinen einzigen ICE antreiben. Und dafür hat die Lobby das schöne Wörtchen bilanziell, da müssen Sie genau hinhören, bilanziell. Also diese Windräder können bilanziell so und so viele Haushalte mit Strom versorgen. Ja, versorgen können Sie die Haushalte nicht, aber Sie können bilanziell, heißt im Mittel, so viel Energie produzieren, wie ein Haushalt verbraucht, nur bedauerlicherweise nicht in dem Augenblick, wo er den Strom braucht. Und wenn Sie das mal auf die Windräder übertragen, ja, dann brauchen Sie 5 Windräder, um im statistischen Mittel einen Intercity-Express anzutreiben. Da kriegen Sie mal ein Gefühl für die Größenordnungen. Das Speicherungsproblem, das wissen wir alle, ist vollständig ungelöst. Für eine 3-wöchige Flaute in Deutschland müsste man den Bodensee 300 Meter hochpumpen. Das ist völlig illusorisch. Und für mein schönes Hessenland bräuchte man die 80-fache Fläche vom Edersee. All das ist völlig unrealistisch und nicht umsetzbar.
Ebenso unrealistisch ist das sogenannte Power-to-Gas-Verfahren, denn man kann sich überlegen, dass bei diesen Speicherverfahren im Mittel im Gesamtsystem zwischen Windrädern und Verbraucher auf diesen zwei hier oben so viel Energie, also 50% der elektrischen Energie geht bei diesem Prozess verloren. Da können Sie sich überlegen, dass Sie die Zahl der Windräder mal eben verdoppeln müssen. Dieses Power-to-Gas-Verfahren ist noch unwirtschaftlicher als einen Dampfkessel mit einem Tauchsieder zu beheizen. Auf solchen Unfug sind Ingenieure in Deutschland noch nie gekommen. Das habe ich bis vor kurzem geglaubt. Aber siehe da, das stimmt gar nicht. Solcher Unfug ist schon ausprobiert worden. Hier haben Schweizer Ingenieure eine Elektrolokomotive mit einer Elektroheizung ausgestattet. Das war bei den armen Schweizern aber die schiere Not, weil sie keine Steinkohle hatten, denn das Foto stammt aus den 40er Jahren. Kommen wir noch mal zu der Ökonomie der Windkraft. Hier sehen Sie eine 1:1-Kopie aus einer Untersuchung. Achtung, in der Einzelanalyse erreichten nur 12% der Windparks die prospektierten Erlöse zu 100%. Nur jeder achte Windpark ist in der Lage, das zu erwirtschaften, was er eigentlich sollte. Und das hat natürlich bestimmte Gründe. Je weiter wir nach Süden kommen, desto schlechter weht der Wind. Und das haben wir hier mal ausgewertet. Hier sehen wir die Jahreswindgeschwindigkeit der Anlagen, der großen Anlagen, nämlich der mit mehr als 1,5 MW in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz. Und hier können Sie sehen, dass nur 7,7% dieser Anlagen Windgeschwindigkeiten schafften von mehr als 5,75 Meter pro Sekunde in 2014. Und dann sehen Sie die gleichen Zahlen in 2013. Da sind es 12,2, weil die Jahre ein bisschen unterschiedlich sind. Generell gilt aber, dass der Löwenanteil der Anlagen, nämlich hier dieser rote Balken, nur Windgeschwindigkeiten haben bis 5 Meter pro Sekunde. Damit sind die natürlich nicht in der Lage, wirtschaftlich betrieben zu werden. Und wenn hier irgendjemand in diese Dinge investieren will, da kann ich nur ganz dringend davor warnen und sich diese Analysen ganz genau anzugucken und sich ganz genau anzugucken, was denn in benachbarten Anlagen erwirtschaftet wird. Und nicht ohne Grund machen diese Firmen um diese Frage ein großes Geheimnis, weil das sind ja Geschäftsgeheimnisse. Damit soll nur das ganze Desaster verschleiert werden. Das Gleiche ergibt sich im Übrigen für die sogenannten Volllaststunden für Anlagen über 1,5 MW. Die Volllaststundenzahl, da ist immer die Rede von, wir schaffen 2000 Volllaststunden. Wir können das alles analysieren, das ist überhaupt kein Problem. Hier sehen Sie, dass der Löwenanteil dieser Anlagen, nämlich ungefähr 2/3, unter 1600 Volllaststunden liegt. Das heißt, die Energieerträge sind drastisch kleiner. Und in dieser Szene, das nochmal Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, gibt es den sogenannten Referenzertrag. Das ist eine Rechengröße, was diese Maschinen idealerweise in 3 Jahren erwirtschaften können. Und da gibt es die Kenngröße, das sind die berühmten 80%. Für den wirtschaftlichen Betrieb sind 80% erforderlich. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Im Jahr 2014 haben 76%, mehr als 2/3, hier sind es auch 2/3, nur bis 60% dieses sogenannten Referenzertrags erwirtschaftet. Und nur 3,5% waren mehr als 80 und hier waren es 6,7. Das sind Anlagen, die im Ansatz wirtschaftlich betrieben werden könnten. Alle anderen sind nicht in der Lage, wirtschaftlich betrieben zu werden. Und vor diesem Hintergrund erschließt es sich mir nicht, wie man Bürger über Bürgerwindgenossenschaften in solche Investitionen locken will. Das hat einen ganz besonders tiefen Grund. Die Banken haben inzwischen eingesehen, wie wackelig diese Geschäfte sind. Und sie geben natürlich die Kredite nur heraus, wenn diese Gesellschaften einen hohen Eigenkapitalanteil haben. Genau dieses Eigenkapital wird dann bei Bürgerwindgenossenschaften eingesammelt. Und ich warne Sie in aller Form davor, da könnten Sie Ihr Geld genauso gut bei der Banca di Camorra in Palermo anlegen. Und dass das hier kein Unfug ist, was wir reden, eine ganz unverdächtige Quelle. Sie stammt aus dem Faktenpapier der hessischen Landesregierung, federführend erstellt von Tariq Al-Wazir und seinen Mannen. Und hier sehen Sie, dass hier unten ist aufgetragen der sogenannte Referenzertrag und da ist aufgetragen nach oben die sogenannten Stromgestehungskosten. Und hier können Sie sehen, dass die Vergütung ist derzeit bei ungefähr 9 Cent die Kilowattstunde.
Und hier unten können Sie sehen, dafür sind 80% des Referenzertrags erforderlich. Wenn der Referenzertrag 70% ist, sind die Stromgestehungskosten 9,85 Cent und bei 60% dann liegen wir bei 11,7 Cent die Kilowattstunde. Und das ist deshalb besonders prickelig, weil Sie Kosten haben von 11 Cent die Kilowattstunde und Vergütungen von 8,9 Cent die Kilowattstunde. Wissen Sie, was mit Ihrem Investment passiert? Diese Windparks sind niemals in der Lage, schwarze Zahlen zu schreiben. Gern wird Ihnen erzählt, der Windstrom, der sei so billig. Meine Damen und Herren, der Windstrom und die Subventionen machen den Strom so billig, dass er ins Ausland verschenkt wird. Und in vielen Fällen ist er dem Ausland geschenkt noch zu teuer. Die Polen bauen für 160 Millionen Euro Stromsperren in ihre Netze rein, um sich gegen deutschen Überschussstrom zu schützen. Und die Netzbetreiber, die legen dann schon mal so ein paar Euro drauf auf die Megawattstunde, damit sich irgendeiner dieses Stromes erbarmt. Das sind zum Beispiel die Stadtwerke in Salzburg. Sie müssen sich vorstellen, was da passiert. Die kaufen deutschen Billigstrom ein, um damit ihr Fernwärmenetz zu beheizen, weil der deutsche Billigstrom so billig ist, dass er billiger ist als das Erdgas. Was wir da machen ist, wir produzieren Schrottstrom und unsere Nachbarn, die freuen sich drauf. Und diese Dinge, und weil der Strom so billig ist, hat man dafür ein neues Wort geschöpft. Das heißt dann Negativpreis. Dieses Wörtchen müssen Sie mir auf der Zunge zergehen lassen. Sie können ja mit Ihrem Dorfbäcker mal drüber verhandeln, ob er Ihnen die Brötchen zu Negativpreisen abgibt. Tja, und wer zahlt dafür? Das wissen Sie ja selbst, da müssen Sie morgen früh in den Spiegel gucken, beim Zähneputzen, da sehen Sie den, der dafür bezahlt. Gern werden Ihnen diese Dinge ja unter der Überschrift Wertschöpfung verkauft. Mein Kollege Ziegler wird dazu noch etwas erzählen. Diese Wertschöpfung, von denen da die Rede ist, die hat ungefähr die Logik, wie wenn ich Ihnen Ihr Konto abräume, mir dafür einen hübschen Mercedes kaufe und Ihnen morgen erkläre, welche Wertschöpfung und Arbeitsplätze das nach Sindelfingen bringt. Sie sehen hier den Verlauf des Börsenpreises mal in so einer Nacht mit Negativpreisen. Hier sehen Sie, dass der Preis da mal auf 50 Euro die Megawattstunde absinkt. Und Sie müssen dabei wissen, also 50 Euro die Megawattstunde schmeißen wir hinterher, aber der, der den Strom erzeugt hat, der kriegt 90 Euro dafür. Und die Differenz, das geht genau in die EEG-Umlage, das dürfen Sie alles mitbezahlen. In dieser einzigen Nacht beträgt der volkswirtschaftliche Gesamtschaden 29 Millionen Euro. Irgendwie kümmert uns das nicht. Aber ich sage Ihnen, für diesen Betrag muss mancher deutscher Bischof in Rom antreten. Jetzt kommen wir mal zu Ihren Nachbarn, wir sind fast am Ende. Das ist dann, was dabei rauskommt. Juwi Pfalzwind, wunderschön. Der Sprecher räumte aber ein, dass die Stromerträge der Anlagen klar unter den Planzielen blieben. Wie man da Planziele definieren kann, möchte ich wissen. Weil der Wind deutlich schwächer wehte als prognostiziert. Laut Jahresabschluss im Mittel der letzten Jahre um knapp 20%. Aha. In der Bilanz heißt es jetzt weiter, wunderschön, zur Verbesserung der Ertragslage und damit zum Abbau der Verbindlichkeiten sind die in den Projekten zugrunde gelegten Winderträge erforderlich. Jetzt wissen Sie, warum Juwi Pfalzwind verkauft ist. Und Sie kennen auch die Professoren, die Ihnen erzählen, es gibt eine 100%-Versorgung. Ich habe hier mal die 100%-Versorgung von Deutschland in einem Bild dargestellt. Und da sind so diese Kistchen hier. Die Zahlen, würde ich mal sagen, der Größenordnung nach sind die nicht ganz schlecht. Die sind aber auch wieder falsch, weil die Kollegen die Wirkungsgrade von diversen Prozessen natürlich zu hoch angesetzt haben. Aber ich verdeutliche Ihnen das mal. Wind onshore 200 GW, das sind 200.000 MW, macht nach heutigem Stand der Technik 80.000 Windräder für Deutschland. 80.000. Wenn Sie die über Deutschland verteilen, steht alle 2 Kilometer ein Windrad. Wir würden in einem Wald von Windrädern leben. Das ist auch eine Art von Aufforstung. Und der Kieszug für den Beton, der hätte eine Länge von 50.000 Kilometern. Das ist mehr als einmal um den Erdball rum. Da kriegt doch das Wort Nachhaltigkeit einen ganz neuen Klang. Unser Land würde dann so aussehen, wie auf diesem Bild, wie bei uns in Hessen im Vogelsberg. Aber bei diesem Konzept, da reicht das nicht. Nein, wir brauchen noch 1.800 Quadratkilometer Solarfläche. Und zum Vergleich, das Saarland hat 2.750 Quadratkilometer. Also nach solchen Konzepten können Sie die Hälfte vom Saarland bequem mit Solaranlagen überdachen. Und wir brauchen obendrauf noch 10.000 Quadratkilometer Maisfeld.
Und zum Vergleich, Hessen hat eine Fläche von 21.000 Quadratkilometern. Da kriegen Sie mal ein Gefühl für die Dimensionen, die erforderlich sind. Und wenn dann irgendeiner fragt, was wir denn für Alternativen zu bieten hätten, muss ich Ihnen an dieser Stelle sagen, oder ich möchte Sie gleich warnen, ich werde genau diese Folie auflegen. Denn wer uns das als alternativlos darstellen will, der muss sich dann fragen lassen, ob er wirklich auf dem richtigen Weg ist. Denn zu 100.000 Windrädern in Deutschland weigere ich mich, irgendeine Alternative anzugeben. Und damit bin ich am Ende. Ich habe einen ähnlichen Vortrag mal gehalten in Kassel und dort habe ich Folgendes gesagt. Die Energiewende ist schon lange gescheitert, und zwar an den Gesetzen der Physik, an den Gesetzen der mathematischen Statistik und an den Gesetzen der Ökonomie. Diese Energiewende ist ohne Speicher nicht machbar und mit Speichern nicht bezahlbar. Und zu ähnlichen Erkenntnissen scheint Sigmar Gabriel dann auch in Kassel gekommen zu sein. Das war ungefähr 4 Wochen später, nachdem ich diesen Vortrag gehalten habe. Viele von Ihnen kennen diese wunderschönen Zitate. Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht. Aha. Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschätzt haben. Und in der ihm besonders eigenen Art, er wird ja manchmal sehr deutlich, und das schätze ich eigentlich an einem Politiker, der auch mal deutlich wird, hat er das zusammengefasst, und dem habe ich gar nichts hinzuzufügen, für die meisten anderen Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte. Das Zitat kennen Sie auch, Reinhold Messner, den ich für einen echten Grünen halte. Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will, die Natur. Und meine Damen und Herren, informieren Sie sich auf unserer Seite vernunftkraft.de. Sie finden dort eine Flut an Informationen zum Thema. Und dann bin ich am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke.